Die folgende Übung hat etwas mit Beheimatetsein zu tun. Nester, Eier, Vögel sind die inspirierenden Themen für diese Übung. Ich habe hier etwas auf dem Boden vorbereitet. Das ist ein quadratisches Papier, ungefähr einmal ein Meter. Und das, was wir jetzt an Nestbau sehen werden, ist sehr physisch. Man kann diese Übung hauptsächlich mit Kindern machen. Also Kinder so ab 6 bis 12 Jahren steigen da sehr gut ein. Ich werde auf diesem Papier direkt drauf sitzen und drauf arbeiten, um mich herum ein Nest bauen. Und dann in einem zweiten Schritt werden wir uns dieses Nest anschauen und gucken, wie das weiter ausgestaltet werden kann, damit der Vogel, der da Lust hätte einzuziehen, auch sogar Lust hätte, Eier reinzulegen. Ich werde anfangen, hier mir richtig ein gut abgegrenztes Nest zu bauen. Und beim Nestbau denkt man gern an Frühling, da darf es ruhig auch ein bisschen freundlich werden von den Farben her. Und jetzt soll mein Nest einen Boden bekommen. Dazu verwende ich jetzt Softpastellkreiden. Die vertragen sich gut mit den Ölkreiden auch. Und die verteile ich auch. Und für mich ist es am wichtigsten, dass mein Nest ganz kuschelig warm ist. Und jetzt möchte ich noch ein paar kleine Blumen so am Rand haben. Und jetzt ist es schon ganz schön gemütlich. Hier habe ich so einen helleren Raum und da kann ich mir schon fast denken, dass dieser Raum auf etwas wartet. Vielleicht doch auf ein Ei. Die Elemente dieser Übung sind alle von hoher Symbolkraft. Ein Nest ist das Symbol für das Zuhause. Ein Nest ist auch das Symbol für unser eigenes Beheimatetsein in unserem Körper. Vor allem nach traumatischen Erfahrungen braucht dieses eigene Beheimatetsein eine Pflege. Für Kinder so zwischen 6 und 12 Jahren ist das eine gute Möglichkeit, sich ganz unverfänglich mit diesem Thema zu befassen. Eier sind ein Symbol der Zukunft. Sie beinhalten etwas, was Leben ist und was aber noch ganz im geschützten, im gewärmten Zustand vorhanden ist. Man kann in ihnen etwas sehen, was sich noch nicht ganz zeigen möchte. Die folgende Variation der Nestübung ist sehr gut geeignet für Erwachsene. Häufig haben wir die Gegebenheit, dass jemand kulturbedingt gar keine großen Bewegungen, gerade in der Öffentlichkeit, vollführen darf. Auch in diesem Fall würde die folgende Variation sich gut eignen. Wir bleiben beim Nest, bei den Eiern, beim Schlüpfen von kleinen Vögeln und bei den ersten Flugversuchen. So weit kommen wir diesmal. Ich fange jetzt etwas ungewöhnlich an. In meinen beiden Händen habe ich hier einen Stift und ich arbeite nicht mit dem Gesicht zur Fläche, sondern mit dem Rücken.
Das bedeutet, dass ich eher unbewusste Bewegungen mache, mit beiden Stiften bleibe ich immer an dieser Fläche, ich hebe die Spitzen gar nicht ab und erkunde erstmal hinter mir diese Fläche, diesen rückwärtigen Raum, der ja für die Vergangenheit steht. Und gerade bei Menschen mit schweren Erlebnissen, mit Traumatisierungen, auch ganz wenig beliebt ist. Ich versuche unterschiedlich schnell mich zu bewegen mit meinen zwei Händen und auch unterschiedliche Bewegungen zu machen. Und da eine Verdichtung von meinen Linien her zu schaffen. Und das steht dann für mein Nest. Und da habe ich erstmal so etwas. Ich gehe zurück und befestige vielleicht noch ein bisschen dieses Nest, bevor ich jetzt wieder dran gehe und versuche, da zwei Eier hineinzulegen. Und jetzt fange ich an, diese Eier von Wärme zu umgeben. Man muss auch darauf achten, wenn die Menschen Kriegserlebnisse hinter sich haben, dann muss man vorsichtig sein mit dem Rücken zur Wand stehen. Man kann das aber auch auflösen, indem man sagt, wir können uns auch umdrehen, ohne dass wir die Stifte wirklich von der Wand nehmen. Wir können uns auch umdrehen und mit dem Gesicht zur Wand weitermachen. Und jetzt sind es gut erkennbare Eier, sie sind gut gewärmt. Und jetzt kann man dran gehen und langsam diese Eierschalen vielleicht mal sprengen und da kommt schon was raus. Und die Eier sind natürlich jetzt kaputt und die Vögel sind ganz hungrig und da kommen die Schnäbel raus und die Eltern der Vögel kommen und füttern und ganz unterschiedlich sind die unterwegs und die kommen und holen Futter und füttern. Und da gibt es vielleicht auch was und da auch was und da ganz schnell und die andere Hand ist ganz langsam. Und die Vögel wachsen. Und werden immer kräftiger und bekommen jetzt Lust, fliegen zu lernen. Und dann können sie ja ihre Flügel ausbreiten. Fühlen sich ganz groß und stark, dabei sind sie ja bei den ersten Flugversuchen noch ganz unsicher. Vielleicht geht's noch mal zurück ins Nest. Und noch ein Versuch. Wesentlich ist bei der Übung, dass die Hände es lernen, dass sie unabhängig voneinander sind. Und wenn jemand jetzt sehr schnell ist, sehr gehetzt von den Bewegungen her, können wir vielleicht mit der flachen Hand ganz kurz auf die Rückenmitte gehen. Und das schafft schon genügend Beruhigung dafür, dass die Bewegungen auch wieder langsamer werden. Und dann kehren sie wieder zurück ins Nest. Gerade Geflüchtete neigen dazu, gehetzt sich zu bewegen an der Malwand. Da zur Ruhe zu kommen, ist eines der Ziele
die wir bei dieser Übung haben.